Ja, also, die habt ja, wie gesagt, vorhin Heike ja zwei getroffen. Die haben mich dann gefragt, ja, Cindy, Mensch, siehst du aus und riechst du, wie machst du das eigentlich alles, auch auf der Bühne und so. Und wirst ja viel angefragt und da muss ich dazu sagen, ich habe echt einiges gemacht, um das alles hier zu erreichen. Playboy. Ja, ich weiß, jetzt fallen einige in die Augen raus, die haben mich angerufen, haben gesagt, wollen Fotos von mir machen. Heike gesagt, gut, wenn es dem Playboy so schlecht geht, dann unterstütze ich die da natürlich. Ich meine, Geld hat auch gestimmt. 500 Euro habe ich bezahlt und bin ich hin zum Vorstellungsgespräch, nackt natürlich. Wollte ja vorbereitet sein. Ey, da komme ich da an, da wollten die als erstes Fotos von meinem Geschlechtsteil machen. Habe ich gesagt, das mache ich nicht. Das Problem ist ja, ich habe das ja mal selber versucht zu fotografieren. Ey, das ist ja so groß. Das Bild passt ja noch nicht mal ins Portemonnaie. Gut, wer trotzdem sehen will, geht auf www.fototapete.de. Rechts die Niagara-Fälle. Links der braune Bär. Ach ne, der große Bär. Das ist ja auch ein und dasselbe. Ja, ja, und Playboy lief echt gut. Und aufgrund des Playboys haben auch die von Beate Use bei mir angerufen. Beate Use, die haben jetzt eine Puppe von mir rausgebracht. Fassungsvermögen 250 Liter mit Ablasshahn. Sieht ein bisschen aus wie ein Michelin-Männchen ohne Titten, aber kannst du im Sommer auch schön als Heißluftballon benutzen und läuft echt gut. Was mache ich denn noch? Hier, Werbung mache ich auch. Wissen einige vielleicht ja nicht, dass ich Werbung mache? Ich mache euch mal kurz vor, für was ich Werbung mache und ihr müsst raten, was das ist. Lufthansa, soll das abstürzen oder was? Ampelmännchen. Wie soll denn die Ampel aussehen? Viele denken ja echt, wenn ich so dastehe, dass ich Werbung für die Kirche mache. Das stimmt nicht, weil das darf ich nicht mehr. Ich bin nämlich mal in München, bin ich rausgerannt auf die Bühne und habe gesagt, hallo München, was sagte Jesus, als er gekreuzigt wurde? Hilfe, mehr Nägel, ich rutsche. Das wäre Ihnen mit Bauerdübel nicht passiert. Nee, um Gottes Willen, dürft ihr nicht klatschen, oh Gott. Das hat in Bayern nicht ganz so funktioniert. Gut, also prinzipiell immer, wenn ich so dastehe, heißt es, dass ich Werbung für die Telekom mache. Ich bin das neue Luder der Freiminuten. Das Flatrate-Flittchen. Für mich haben sie auch einen neuen Tarif eingeführt, die Fatrate. Läuft auch sehr schön. Ich mach echt einiges. Was mach ich denn noch? Robert, was mach ich noch?